leise. Habe ich irgendwie ein Haar. Komm mal kurz zu mir, Katja. Ich habe hier so ein Haar, was hier so lang ist. Da so. Nee? Nee, kitzelt nur so. Okay. Okay. Geil, jetzt müssen wir... Hallo ihr Lieben, endlich ist es soweit, es gibt ein Chai-Frappé von David Rio, Tea Frost. Und weil ich immer wieder gefragt werde, wie man das richtig zubereitet, zeige ich euch das heute mal. Wer es noch nicht probiert hat, sind die klassischen Chai-Gewürze drin, Kardamom, Ingwer, Zimt, Vanille, Nelke und das Ganze wird gemischt mit kalter Milch und Eiswürfeln. Ihr gebt es einfach in den Blender, die Eiswürfel, die Milch, und das Chai Frappé. Klar, Chai Frappé kennt man jetzt aus der klassischen Gastronomie vielleicht noch nicht. Schokoladenfrappé oder Vanillefrappé sind da wahrscheinlich eher die gängigen Sorten, aber das finde ich auch gerade schön, mal was anderes. Wird das geblendet? So, jetzt ist es fertig. Gudas. Am besten ihr füllt das in einen Clear Cup mit Deckelchen. Und wie ich meine Assistentin kenne, hat sie einen Strohhalm für mich parat. Mmh. Sehr gut geworden. Ich lasse jetzt mal alle kosten hier. Macht's gut.